Hallo ihr Lieben, eigentlich sollte das jetzt der vierte oder fünfte Eintrag für mein Weekly Reading werden. Aber was soll ich sagen? Ich habe gestern alle Dateien gelöscht. Ich habe meine Festplatte aufgeräumt und ich tue ja dann die ganzen Rohdateien, die lösche ich ja dann immer wieder, weil ich ja nicht so mega viel Platz habe auf meiner Festplatte. Und irgendwie habe ich dann auch die Dateien von meinem Vlog gelöscht, die ich vorher noch rüber kopiert hatte. Und dummerweise hatte ich die Speicherkarte schon formatiert. Finde den Fehler. Memo an mich, nie wieder Speicherkarte rüber kopieren, bevor ich nicht erst gelöscht habe. Ja, auf jeden Fall sind meine ganzen Einträge von meinem Weekly Reading futsch und weg und alles doof. Werde ich jetzt einfach erzählen in Kurzfassung, was ich in diesen Einträgen euch erzählt habe. Ich habe Jinx fertig gelesen von Jennifer Estep. Hat mir besser gefallen wie der zweite, war aber nicht so gut wie der erste. Irgendwie ging mir die Handlung so schnell vonstatten, aber mehr dazu dann in dem Video. Dann habe ich Ewig Wir beendet die Woche, der zweite Teil der Deathline-Reihe und auch der letzte, Gott sei Dank. Und ja, der hat mir auch ganz gut gefallen, war aber für mich nicht so gut wie der erste, denn der erste hat einfach durch sein Krimi-Feeling, gewuppt, meets McClouds Töchter, das fand ich ja damals so toll. Und das war im zweiten Teil irgendwie nicht so da vom Feeling. Es war ein gutes Buch, aber hat mich jetzt nicht so total begeistern können wie der erste Teil. Also ja, Ewig Wir habe ich auch gelesen, mehr dazu dann auch im Video. Dann habe ich euch mein Herz ausgeschüttet gehabt und habe euch erzählt, dass ich die Jenny vom HarperCollins Verlag angeschrieben habe, weil ich sie fragen wollte, wie es mit der Heartbreakers-Reihe von Gina Showalter aussieht. Also die Broken Hearts-Reihe heißt die bei uns in Deutschland. Die mit diesen hässlichen Covern. Ich kann euch ja hier mal ein Cover einblenden. Und ja, da habe ich den Verlag auf jeden Fall angeschrieben, ob die Reihe denn weiter übersetzt wird, weil es ja insgesamt schon 6 Teile gibt, der Verlag aber nur die ersten 3 übersetzt hat. Da habe ich zu hören bekommen vom Verlag, leider nein, die Bücher haben sich zu schlecht verkauft und deswegen werden sie nicht weiter übersetzt und ich bin hier voll verschmiert unter den Augen. Ah ja, ich komme gerade von Arbeit, da darf ich verschmiert sein. Ja. Also, das hat mein kleines Herzchen schon ein bisschen gebrochen. Und ich überlege echt gerade, ob ich mir den vierten Teil in Englisch kaufe, weil ich diese verdammte Geschichte von Dorothy und Daniel lesen will. Ich möchte die Geschichte lesen. Ich will wissen, was mit den beiden ist. Ich fand die Bücher ja so gut. Und ich bin auch immer noch der Meinung, hätte der Verlag sich bei dem Coverdesign ein bisschen mehr Mühe gegeben und nicht solche hässlichen Cover da drauf geklatscht, dann wäre die Reihe auch mega Hit geworden, weil die Bücher sind echt richtig gut. Und ja, also die Broken Hearts/Heartbreakers-Reihe von Gina Showalter wird nicht weiter übersetzt, was mich zutiefst traurig stimmt. Ja, aber was willst du machen? Also ja, ich überlege da echt, mir den vierten in Englisch zu kaufen. Ich hatte ja schon mal versucht, in Englisch zu lesen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Das war aber auch Fantasy. Vielleicht klappt es mit so einfachen Liebesromanen besser. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte so gerne die Geschichte von den beiden lesen. Ja, vielleicht investiere ich einfach mal diese 6 Euro, was dieses Taschenbuch in Englisch kostet. Denn irgendwie gibt es das nicht als E-Book, keine Ahnung. Ja, vielleicht mache ich das jetzt gleich mal. Ich glaube, ich gönne mir heute zum Freitag mal ein englisches Taschenbuch. Wo ich wahrscheinlich 100 Jahre für brauchen werde, um das zu lesen. Aber ich möchte die Geschichte von Dorothy und Daniel lesen, verdammt. Und das ist so, dass der Verlag das nicht weiter besetzt hat, bin ich so traurig und so wütend. Und naja, egal. Lassen wir dieses Thema. Ansonsten, was habe ich euch denn noch alles erzählt? Ich glaube, gelesen habe ich sonst nichts weiter. Ich habe gestern angefangen mit Nimm mich von Sherry Adair. Das ist eine Neuauflage dieses Buches. Und ich muss noch eine Geschäftsführerbeschwerde an die Post schreiben, fällt mir gerade wieder ein, wenn ich das sehe. Denn ich habe das Paket übrigens vor der Kamera ausgepackt gehabt. Aber ja, es ist ja jetzt alles weg. Aber dieses Buch ist kaputt. Seht ihr das? Warte, stellst du scharf, Kamera? Seht ihr das hier an der Seite? Da. Unsere Postfrau war im Urlaub und die Vertretung hat einfach mal dieses Buch in diesen Umschlag, wo das nochmal drin ist, so in den Briefkasten hineingewamst. Ich habe 5 Minuten gebraucht, ehe ich das wieder rausgekriegt habe. Und ja, dann war hinten halt kaputt und das geht gar nicht. Und dann schreibe ich auf jeden Fall eine Beschwerde an die Post. Das kann nicht sein. Ich möchte sowas nicht. Das hatte ich schon mal mit einem Buch, auch vom HarperCollins Verlag im Übrigen. Und das. Nein, und dann hagelt es von mir eine Beschwerde. So, Punkt. Ja, also ich finde das unmöglich, deswegen werde ich dann eine Beschwerde schreiben. Ansonsten lese ich jetzt, wie gesagt, Nimmig. Finde ich bisher ganz süß. Ist ein erotischer Liebesroman. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Shades of Grey, aber ohne dieses
kranke Auspeitschen und ohne seine verrückte Vergangenheit und so. Aber der Typ hat auf jeden Fall auch ein Rennen. Aber ich mag das Buch. Also es ist richtig gut geschrieben. Wie gesagt, ich habe gestern angefangen zu lesen und ich bin so drei Viertel fertig geworden. Ich will jetzt heute den Rest lesen und es dann auch gleich beenden. Denn wie gesagt, ich finde es richtig cool. Ich mag es sehr. Ich mag die Charaktere. Also sie mag ich auf jeden Fall. Auch wenn ich ihren Ansatz nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber es muss ja nicht immer alles 100% für mich nachvollziehbar sein. Ja, ja, also auf jeden Fall nehme ich, mag ich. Und jetzt überlege ich euch, was ich euch noch erzählt habe. Ich glaube, ansonsten habe ich die Woche auch nicht irgendwas Großes, Tolles erlebt. Also ich wüsste jetzt gerade nicht was. Also wenn, dann weiß ich das nicht mehr. Aber eine Sache gibt es noch, die ich euch erzählen wollte. Ich hatte es in meinem Hangout schon erzählt, wer das geguckt hat von euch. Ich habe ein Buch von meinem Freund bekommen. Der hat mir ein Buch auf eBay ersteigert. Für sehr viel Geld. Und ich hätte dieses Geld für dieses Buch auf jeden Fall nicht ausgegeben. Das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Und da bezeichnet er mich als buchbekloppt. Er kauft dieses Buch, aber ich bin buchbekloppt. Auf jeden Fall hat er mir das Buch hier ersteigert. Der dritte Teil von Grisha und ich bin so happy darüber. Ich freue mich so mega. Es ist zwar ein Bibliotheksexemplar. Ich war am Anfang auch ein bisschen traurig, weil es ein Bibliotheksexemplar ist. Für alle, die sich jetzt wundern, warum ich da traurig bin, der Schutzumschlag ist laminiert. Was an und für sich nicht schlimm ist, aber es ist so ein hässlicher Bibliotheksaufkleber drauf. Der ist so scharf. Hier. Seht ihr? Ich finde den so mega hässlich, aber na gut. Es stand in der Beschreibung drin, mein Freund hat es dummerweise nicht gelesen, sonst hätte er es mir nicht ersteigert, aber es ist ein Bibliotheksexemplar. Und was halt auch richtig blöd ist, der Schutzumschlag ist am Buch festgeklebt. Das heißt, ich werde diesen Schutzumschlag nie abmachen können, weil er so mega festgeklebt ist, dann rupfe ich das ganze Buch auseinander und nein, nein, das möchte ich nicht. Ich überlege nur noch, was ich mit diesem hässlichen Aufkleber mache, also irgendwas muss ich da machen. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht klebe ich irgendeinen coolen Sticker drüber. Also ich habe das Buch jetzt so im Regal stehen, dass man den Sticker nicht sieht. Also ich habe was da davor gestellt, dass ich nicht, wenn ich jedes Mal da hochgucke und das Buch bewundere und mich freue, dass ich dieses Buch besitze, dass ich traurig bin wegen dem Sticker. Also ja, mein Gott. Es war mega teuer und dafür, dass da so ein hässlicher Sticker drauf ist, ich hätte es nicht gekauft. Mein Freund war auch sehr sauer über sich selbst, dass er das nicht gleich gesehen hat und dass er das nicht richtig gelesen hat, dass er da quasi nur mit halbem Arsch geguckt hat auf Deutsch. Da war er von sich auch selber richtig sauer, aber meine Fresse, es geht ja eigentlich in diesem Buch um die Geschichte und nicht um das Äußere. Auch wenn Buchnerds wie ich, ihr werdet verstehen, was ich meine und warum ich so genervt von diesem Aufkleber bin. Aber shit happens. Ja, das teuerste Buch, was ich wahrscheinlich jemals besitzen werde. Ich werde es hüten wie meinen Augapfel, sagt man ja immer, ne? Also, gruselige Vorstellung. Aber ja, ich werde ganz doll auf dieses Buch aufpassen. Ich freue mich schon, dass ich dann jetzt diese Reihe endlich beenden kann. Das ist im Übrigen auch die einzige Reihe, die in meinem Bücherregal steht, die ungelesen ist. Aber die steht im richtigen Gelesenregal, weil die Reihe kann ich nicht in mein Subregal stellen. Ich muss die im richtigen Regal haben. Deswegen, ja, werde ich diese Bücher auf jeden Fall dann auch ganz, ganz bald mitlesen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall voll, dass ich dieses Buch jetzt habe. Ansonsten habe ich mich die Woche auch gefreut. Ich habe beim Carlsen Verlag angefragt, ob ich den zweiten Teil von den Königreich der Wälder-Reihe, also auf immer gejagt ist das, ob ich den als Rezensionsexemplar haben kann. Und ich habe gleich die Antwort bekommen, dass sie es mir netterweise bestätigt haben. Da habe ich mich auch mega gefreut. Dann bekomme ich Game of Destiny, auch vom Verlag. Da habe ich mich auch mega drüber gefreut, dass ich die Reihe dann jetzt auch beenden kann. Und ich habe noch ein Buch angefragt beim Heine Verlag. Ich und meine Rezi-Exemplare, gell? Aber, zwar ist das eine Drachengeschichte. Also das Buch ist Erwachsenen-Fantasy à la Nalini Singh, schätze ich mal so in der Art. Und ja, ich fand, das hat sich einfach richtig cool angehört. Das Buch ist im Ende Februar erschienen und es gab es noch beim Verlag. Und deswegen habe ich angefragt und dachte, ja komm, so erotische Fantasy-Geschichten mit Drachen, geht doch immer zwischendurch. Und ich glaube, Peggy von den Librellis hat es gelesen. Die fand es auch richtig gut. Ich glaube, es war Peggy. War es Peggy? Ich glaube, Peggy war es. Ja, auf jeden Fall erwarte ich diese Bücher dann jetzt noch die Tage bei mir. Außer auf immer gefangen. Das kommt ja aus dem Juni oder Juli raus. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon, dass ich das bekommen werde. Und jetzt werde ich nämlich fertig lesen. Danach werde ich das neue Buch von der lieben Jackie lesen.
Und sie hat mir gestern eine E-Mail geschrieben und hat mich gefragt, ob ich das Buch haben möchte. Also das Buch kommt nächste Woche Montag, Dienstag oder Mittwoch raus, je nachdem, wie schnell Amazon mit dem Upload ist und dem zur Verfügung stellen im Shop. Und ja, habe ich gestern mit Jackie so ein bisschen geschrieben und ja, da hat sie mir das Buch dann auch gleich zugeschickt. Und ich wollte jetzt aber erstmal das hier lesen und ja, werde dann gleich das von Jackie hinten dran hängen. Das heißt Verliebt in Miami, also alle Jacqueline Fairgood-Fans da draußen. Ich freue mich schon. Ich freue mich. Ja, auch da werde ich euch dann natürlich gleich berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Ich versuche das jetzt auch am Wochenende auf jeden Fall noch mit fertig zu bekommen. Und ja, heute ist im Übrigen Freitag, falls ich das noch nicht erzählt habe. Ich weiß es nicht. Und ja, das möchte ich jetzt auch am jeden Fall. Das Buch möchte ich auf jeden Fall jetzt am Wochenende auch noch mit fertig bekommen. Und ja, die Bücher von Jackie sind ja immer nicht so dick, ne? Also es sind ja immer so 200, 250 Seiten und die kann man eigentlich gut so mal zwischendurch mit einatmen. Und ja, wenn ich mit dem Buch von der lieben Jackie fertig bin, habe ich mir vorgenommen, Spinnenbeute zu lesen von Jennifer Estep. Denn ich möchte bei der Elemental Assassin Reihe endlich weiterlesen. Und ich muss meine Reihen beenden. Ich muss. Und das ziehe ich jetzt durch. Und deswegen werde ich danach nämlich und nach Verliebt in Miami Spinnenbeute lesen. Und danach, denke ich mal, sind auch die anderen Rezi-Exemplare da. Da sind die erstmal dran. Und danach werde ich vielleicht noch Spinnenfeuer gleich mitlesen. Mal gucken, wie ich Bock habe. Und dann habe ich auch noch Black Blade von Jennifer Estep. Vielleicht lese ich das auch mal noch mit, dass ich diese Reihe auch beenden kann. Und dann werde ich auch irgendwie mal Legend weiterlesen. Und Grisha möchte ich lesen. Und hier Gilde der Jäger möchte ich eigentlich auch mal weiterlesen. Also ich habe genug zu tun. Schauen wir mal, wie weit ich im April jetzt hier noch mitkomme. Ich schätze mal nicht allzu weit, weil der Monat ist ja schon fast rum, heute ist ja schon der 20. Also, we will see und Verliere mich nicht, will ich eigentlich auch noch lesen. Schauen wir mal. So, und jetzt habe ich, glaube ich, von der Zeit her auf jeden Fall alles nachgeholt, was ich gelöscht habe. Ich glaube jetzt schon fast 15 Minuten. Also, ich kriege es wieder hin. Und ich habe jetzt überlegt, ich werde jetzt einfach bis nächste Woche, keine Ahnung, Mittwoch, Donnerstag filmen. Mal gucken, wie das mit den Büchern so hinhaut und wie das mit den Büchern so passt. Und mach dann halt das Weekly Reading halt von heute bis nächste Woche Freitag oder so. Schauen wir mal. Oh, ist echt mir noch nie passiert, dass ich Dateien gelöscht habe, ne? Aber es gibt für alles ein erstes Mal und das nächste Mal bin ich wieder nachsichtiger. Ich bin ja nur froh, dass das kein richtiger Vlog war, den ich gedreht habe, weil dann hätte ich mich echt mega geärgert, ne? Weil das ja echt schon immer anstrengend ist, das alles zu filmen bei einem richtigen Vlog und so. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt höre ich euch auf zuzukauen. Ich werde jetzt lesen und melde mich dann bestimmt morgen nochmal. Bis dann! Hallo! Ich wollte mich nur heute mal ganz kurz melden. Ich habe heute noch nichts gelesen. Ich werde heute wahrscheinlich auch nicht zum Lesen kommen. Ich habe jetzt gerade gedreht. Bin jetzt gerade fertig mit Drehen nach, ich weiß nicht, wie spät ist es denn? Um 4? Nach 2 Stunden bin ich fertig mit Drehen. Ich labe immer zu viel. Und ja, ich habe meinen restlichen Vormittag damit verbracht, meine Videos zu aktualisieren. Denn ich habe ein neues Impressum. Und ich weiß nicht, ob mich das interessiert, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass nächsten Monat das neue Datenschutzgesetz in Kraft tritt. Und das bedeutet auch für Blogger, dass die viel mehr verwalten müssen und viel mehr Dinge zur Verfügung stellen müssen und speichern müssen. Und da hatte ich mal sowas von keinen Bock drauf, dass ich meinen Blog, den ich habe, den ich auch eigentlich nur für das Impressum hatte, dass ich den gelöscht habe. Und jetzt musste ich ja mein Impressum irgendwo hinschreiben, denn du bist ja laut deutschen Gesetzgeber verpflichtet, auf deine Internetseite ein Impressum zu stellen. Und ja, habe mein Impressum dann in meine Kanalinfo geschrieben, was ich aber nicht so cool fand, weil meine Adresse somit extrem öffentlich im Internet stand und das wollte ich nicht. Und habe dann gestern beim Autorenservice das Ganze beantragt. Die verwalten das für Webseiten und Leute. Also falls ihr da Interesse dran habt, schaut mal beim Autorenservice vorbei. Und da habe ich dann auf jeden Fall das beantragt und die verwalten jetzt das Impressum für mich. Das heißt, ich schreibe jetzt denen ihre Adresse ins Internet und nicht mehr meine, Gott sei Dank. Auf jeden Fall muss der Impressumslink, der in jedem Video bei mir drin ist, muss geändert werden, weil der Blog nicht mehr existiert und ich muss das Ganze neu verlinken bei allen Videos, die online sind. Und ich habe die erste Hälfte schon geschafft und ich habe 4 Stunden dafür gebraucht, wirklich nur die Infoboxen aufzuräumen, denn ich habe die Amazon-Links gleich noch anders gekennzeichnet, ich habe Sachen noch aus der Infobox rausgelöscht, die absolut unnötig sind und ja, das dauert dann halt seine Zeit, wenn man das bei gefühlt 600 Videos machen muss. Und ja, deswegen werde ich heute auch wahrscheinlich nicht mehr zum Lesen kommen. Und
Ja, ich dachte, ich melde mich einfach mal kurz zwischendurch und sage Hallo. Und ich habe gedreht, jetzt muss ich noch schneiden. Also, erst gehe ich jetzt mit dem Hund raus, dann muss ich schneiden, dann muss ich noch Wäsche aufhängen, dann muss ich, wenn ich geschnitten habe und das Ganze exportiert, muss ich nebenbei meine Links aktualisieren. Und oh, ey, das ist echt, ne? Aber lieber, ich mache das jetzt einmal alles ordentlich und vergeude dafür halt einen Tag Freizeit, bevor ich dann irgendwelche Scheiße am Wrack habe. Das muss nämlich nicht sein. Ich habe bei ganz, ganz vielen anderen nämlich auch gesehen, dass das Impressum nicht hinhaut. Und ich habe keinen Bock, dass man ausgerechnet auf mich stößt und mir dann so ein Abmahnungsschreiben gibt. Denn es gibt ja ganz, ganz viele Anwälte, die so Spaß an der Freude haben, den ganzen Tag an irgendwelche YouTuber, Blogger, und hast du nicht gesehen, Mahnungen rauszuschicken und Geld zu fordern, weil die halt das Impressum oder so nicht korrekt angegeben haben. Deswegen habe ich da keine Lust zu, und deswegen muss ich das jetzt einmal ordentlich machen und halt diesen Tag dafür verwenden. Aber dafür habe ich dann ein ordentliches Impressum, und bei den Amazon-Dings habe ich mich jetzt auch nochmal erkundigt, was mit diesem neuen Datenschutzkram ist, ob man die noch verwenden kann, weil ich verlinke euch ja in der Infobox immer die Bücher für auf Amazon. Und ich darf die Links weiter benutzen, die müssen halt gekennzeichnet sein, aber ich brauche nichts weiter machen, weil dieser Link keinen Cookie generiert. Das tun nämlich nur diese Bildchen, die man verlinkt. Die generieren Cookies, aber der eigentliche Amazon-Link nämlich nicht. Und weil er keine Cookies generiert, darf ich den ohne Probleme weiter verwenden. Nur ich muss halt jeden Link markieren, dass es ein Amazon-Link ist. Und unten in der Beschreibung steht jetzt halt auch nochmal extra drin, das habe ich jetzt auch nochmal mit reingeschrieben, dass man bei Klick auf diesem Link auf die Amazon-Website weitergeleitet wird, weil ja da dann wieder die Datenschutzbestimmung von Amazon greift, wo die Seite ja dann auch wieder Cookies generiert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe das jetzt lieber so nochmal mit rein. Und ja, das werde ich jetzt den restlichen Tag noch machen, genau wie schneiden und hochladen und... Aber so ist es. Aber lieber einmal sich den Aufwand gemacht und alles ordentlich, bevor man dann hinterher da hängt und die Scheiße am Frack hat. So ist das. So, und jetzt gehe ich aber erstmal mit dem Hund raus und dann muss ich auch irgendwie mal was essen zwischendurch und... Ach ja, eigentlich ist schönes Wetter und ich sitze hier in der Bude den ganzen Tag. Naja, egal, was soll's. Shit happens. So, und ich würde sagen, ich höre jetzt auf euch zuzukommen. Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder. Es ist inzwischen Montag, der 23. April. Und ich habe ja Samstag mich kurz gemeldet. Gestern wollte ich mich eigentlich auch noch kurz melden, aber irgendwie habe ich das dann vergessen. Ich bin so schlecht im Vloggen, ne? Und ich sehe gerade, wieso sind hier hinten meine Kissen alle umgefallen? Naja, keine Ahnung. Egal. Ja, deswegen ich mich auf jeden Fall melde. Ich habe gestern es dann doch noch geschafft, ein ganzes Buch zu lesen. Und zwar habe ich gelesen das neue Buch von Jacqueline Fellgut, Verliebt in Miami. Ich blende euch das Buch hier mal irgendwo ein und ich rück mal die Kamera dafür so ein Stückchen nach da drüben, dass das hier irgendwie noch hinpasst. Und ja, die liebe Jackie hat mir das letzte Woche zugeschickt und das Buch hat nur so, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten, das hat 200, 250 und das habe ich dann gestern Nachmittag mal schnell noch mit weggesuchtet. Und ja, ich muss sagen, Verliebt in Miami war wieder eine richtig süße Geschichte. Ich muss sagen, Jackie schreibt jetzt keine extrem dramatischen Geschichten, keine Geschichten, wo die Figuren extrem Tiefgang haben, aber das sind immer so zuckersüße Liebesgeschichten, so für zwischendurch, und Jackie macht immer auf ein Thema aufmerksam und das finde ich ganz, ganz toll. Und bei Verliebt in Miami hat sie sich so ein bisschen dem Thema Tierschutz gewidmet, sag ich mal. Also ich fand das ganz, ganz toll, da geht es um Seekühe und ich habe selber auch schon Seekühe gesehen, wo wir damals im Mexiko-Urlaub waren. Und das war so cool, da haben wir die Seekuh-Mama mit ihrem Baby gesehen und die ist mit den Booten so mitgeschwommen und das war richtig, richtig toll. Und unsere Reiseleiterin meinte dann auch, sie hat diese Tour, die wir damals gemacht haben, schon keine Ahnung wie viel gemacht und hat noch nie Seekühe gesehen. Und ja, es war so toll. Auf jeden Fall fand ich deswegen das ganz, ganz cool, dass Jackie sich da so ein bisschen dem Thema Seekühe gewidmet hat. Und ja. Ich fand das Buch richtig gut. Es war wieder eine zuckersüße Geschichte. Ich habe mir wie immer mehr gewünscht von dem Buch. Also es geht mir bei Jackie immer so, dass ich mir immer denke, Jackie, schreib doch bitte mal einen 400 Seiten Roman, dass ich einfach mehr von deiner Geschichte habe. Aber Jackie schreibt ja immer nur so kurz die Geschichten und das ist auch völlig okay. Und ja, wie gesagt, jeder, der Bock auf eine zuckersüße Liebesgeschichte hat, die in Miami spielt, Sommersonne, Strand und Meer, sich mit dem Thema Tierschutz beschäftigt und wo es um eine Maklerin geht, die vielleicht doch nicht so knallhart ist, wie sie tut, und einen Mann, der vielleicht die Liebe wiederfindet, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ich mag das Buch auf jeden Fall und ja, ich werde dann jetzt entweder heute oder morgen noch fix meine Rezi dazu drehen, dass die Woche noch mit online geht. Aber Jackie liegt mir da halt sehr am Herzen, weil ich finde, sie schreibt einfach so schön und ich mag sie als Person und als Mensch auch total gern. Und ja,
Deswegen unterstützen wir die Jackie. Also, wenn ihr Jackie noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Mein allererstes Buch von Jackie war Hashtag Folge deinem Herzen. Und es ist auch immer noch mein allerliebstes Lieblingsbuch von ihr. Und es war so gut. Also, schaut es euch an. Und ja, der zweite Grund, warum ich mich melde, ist, ich habe Post bekommen. Und ich habe hier mein Messer. Und ich habe hier das Paket. Da. Und das wollte ich jetzt mit euch fix auspacken. Und ich habe so eine Vermutung, was da drin ist. Also ich warte noch auf zwei Bücher. Und von der Dicke her dürfte das das eine von den beiden sein. Und ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Das ist ja noch ein Weekly. Und ja, oh Gott, ihr habt es. Juhu. So. Tum, 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 tum. Jo, es ist das, was ich dachte. Ta, 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 ta. Okay, jetzt habe ich irgendwas auf meinem Display verstellt. Naja, auf jeden Fall habe ich Flammenliebe bekommen von Alexandra Ivy. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich wusste nicht, ob der erste noch anzufragen geht. Und ich fand auch den Inhalt vom zweiten irgendwie spannender wie den vom ersten. Und ja, das hat mich so ein bisschen so an die Gestaltwandler-Reihe erinnert. Das ist eine erotische Liebesgeschichte und es kommen Drachen drin vor. Also es gibt ein Fantasy-Element. Also es ist Urban Fantasy für Erwachsene mit Erotik. Und ja, auf dem Cover hier ist wieder so ein netter Mann von drauf. Und ja, ich bin gespannt. Ich dachte mir, das ist einfach mal wieder was anderes, mal so für zwischendurch. Und ja, werde ich jetzt auf jeden Fall dann gleich mitlesen. Ich werde jetzt allerdings als allererstes erstmal, bevor ich mit dem hier anfange, Spinnenbeute lesen. Das ist der fünfte Teil der Elemental. Vierte? Fünfte? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der fünfte. Der fünfte Teil der Elemental Assassin-Reihe, weil ich muss dort ganz, ganz dringend weitermachen, weil es kommt dieses Jahr im Oktober schon der 11. Teil raus und ich komme sonst irgendwann einfach nicht mehr hinterher. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich lese jetzt den fünften Teil als allererstes von der Elemental Assassin-Reihe, dass ich da auch einfach mal weiterkomme. Und dann lese ich Flammenliebe und dann lese ich Alles Begehren von Ruth Jones. Und dann lese ich wahrscheinlich Verliere mich nicht auch mal noch so mit. Mal gucken. Und ja, schauen wir mal. Aber als allererstes jetzt Spinnenbeute, dass ich bei der Reihe endlich mal vorwärts komme, dass das hier mal was wird. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch gerade nicht zu erzählen. Ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder, wenn ich gelesen habe. Und ja. Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag heute. Ja, Dienstag. Ich komme gerade von Arbeit und ich habe Milo gerade abgeholt aus dem Kindergarten, also von Oma. Und ja, ich dachte, ich gebe euch mal fix ein Update, bevor ich das heute wieder vergesse. Ich habe zum einen nochmal Post bekommen und ich dachte, ich sage euch, was ich gestern angefangen habe zu lesen. Und zwar habe ich gestern angefangen mit Spinnenbeute von Jennifer Estep und habe die ersten 100 Seiten gelesen. Das erste Viertel habe ich gestern gelesen von Spinnenbeute. Das ist der fünfte Teil der Elemental Assassin-Reihe. Und ja, da will ich heute auf jeden Fall noch weiterlesen. Also ich möchte wenigstens heute noch 100 Seiten lesen. Mal gucken, wie ich vorankomme. Und ja, also das Buch an und für sich gefällt mir bisher gut, ne? Aber wir haben wieder Jennifer Estep typisch. Diese Wiederholungen. Oh, diese Wiederholungen. Das war auch bei Jinx so, was ich jetzt vor kurzem erst gelesen habe. Da war das auch wieder so, ne? Also sie wiederholt am Anfang die vorherigen Bände nochmal und fasst das zusammen, was alles passiert ist, was ja cool ist. Aber dann, wenn sie das alles einmal erklärt hat und du das weißt, fängt sie an und macht das immer wieder. Also sie wiederholt die Wiederholungen und fragt sich dann irgendwann so, what the fuck, warum macht sie das? Das ist unnötig. Das ist sowas von unnötig, aber das ist so ein typisches Jennifer Estep-Merkmal, diese mega krassen Wiederholungen. Aber ich mag die Geschichte trotzdem und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das Einzige, was mich hier voll gestört hat, ist, dass sie zu ihrem Freund immer Geliebter sagt. Mein derzeitiger Geliebter, mein alter Geliebter, mein derzeitiger Geliebter. Wir sind schon seit ein paar Monaten zusammen. Wo ich mir denke, ja, wenn ihr zusammen seid, dann ist es dein Freund und nicht dein Geliebter. Verdammte Kacke. Ich finde dieses Wort Geliebter, finde ich furchtbar. Entweder ich habe einen Geliebten und das ist meine Bumse und den habe ich wirklich nur zum... Oder ich habe halt eine Beziehung und habe einen Freund und das nervt mich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich finde das ganz, ganz gruselig. Naja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall habe ich gestern, wie gesagt, die ersten 100 Seiten gelesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir gucken mal hier rein. Aufgeschnitten habe ich es schon, damit ich hier mit der Kamera nicht wieder ewig rumwurschteln muss. Und wir gucken mal rein, was da so drin ist. So. Einmal rechts, einmal links, einmal vorne, einmal hinten, der Bestellschein. Und da ist es. Da, 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 da.
Game of Destiny von Jaliva Lee. Woohoo. Da ist es, Game of Destiny, der dritte Teil der Love Vegas Reihe. Ich habe nochmal geguckt, wie die Reihenbezeichnung ist. Love Vegas Reihe heißt die Reihe. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze hier weiter und ausgeht. Und ja, schauen wir mal. Und das werde ich dann auch demnächst noch lesen, genau wie Flammenliebe. Und ja, das sind so die nächsten Bücher. Und wie gesagt, Alles Begehren möchte ich noch lesen demnächst. Das muss ich auch mal noch machen. Und dann möchte ich ja meine Reihen weiterlesen. Und meine 18 für 18 müsste ich eigentlich auch mal weiterlesen. Oh, da habe ich so gut angefangen, ne? Und jetzt lasse ich es schon wieder schleifen. Furchtbar, Susi, schäm dich. Was kann ich noch erzählen? Die Herbstprogramme sind draußen von den Verlagen. Leute, ich sag euch, es kommen so gute Bücher noch dieses Jahr raus. Ich werde blöde, ey. Meine Bücher, die ich haben muss, Liste wird immer länger. Verdammte Kacke. Ja, auf jeden Fall möchte ich unbedingt Revenge haben. Sternensturm heißt, glaube ich, der deutsche Untertitel. Das ist das Spin-off zu Obsidian. Muss ich haben. In diesem Spin-off geht es um Luke. Und ich fand Luke bei Obsidian schon richtig cool, weil das so ein kleiner Gangster war. Und der war ja damals erst 14 und jetzt spielt das Ganze 4 Jahre später. Und ich bin sehr gespannt und freue mich. Und ja, das kommt am 30. November raus. Und dann kommt von Marissa Meyer noch ein neues Buch raus. Das heißt Renegade. Ich glaube, Renegade kommt im Oktober. Möchte ich auch unbedingt haben. Ich liebe ja die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Deswegen muss ich Renegade lesen. Dann kam noch raus, was kam denn nur noch raus? Ach ja, Warstorm, also durch Wut. Wie heißt denn der vierte Teil von Die Rote Königin? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, das kommt auch im Oktober oder November auch. Ich weiß es nicht, Oktober, November. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das Ganze jetzt ausgeht. Und ja, es kommen so viele gute Bücher noch raus dieses Jahr. Ich freue mich schon. Auf Immer gefangen freue ich mich auch schon. Es kommt im Juni, der zweite Teil zu Auf Immer gejagt. Ach ja, ich rede schon wieder viel zu viel Müll. Ja, auf jeden Fall so viel erstmal von mir, mein aktueller Stand. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen. Ich dachte, ich melde mich auch nochmal und beende dieses Weekly Reading. Und dieses Video ist total der Fail eigentlich. Eigentlich darf ich das gar nicht online stellen, sonst lösche ich alle Dateien. Dann habe ich nie wirklich gefilmt, dann hatte ich nie wirklich was zu erzählen. Total der Fail. Total der Mega-Fail. Naja, egal. Ja, ich wollte euch kurz erzählen, ich habe Spinnenbeute beendet, den 5. Teil der Elemental Assassin-Reihe. Und es war jetzt das große Finale quasi. Der Endgegner ist jetzt endlich tot. Es wurde Zeit nach 5 Bänden. Und ich muss sagen, dass mir das Ende gut gefallen hat. Ich fand den finalen Kampf zwischen den beiden gut gemacht. Und ja, hat mir gut gefallen, das Buch. Aber typisch Jennifer Estep, diese Wiederholungen, die haben einfach nur genervt. Die haben dann zum Ende hin auch aufgehört. Also ich sag mal, so im letzten Drittel vom Buch war das nicht mehr so schlimm. Aber so die ersten 2 Drittel des Buches, nervig. Deswegen habe ich dem Ganzen auch noch 4 Sterne gegeben. Und Milo, nicht deine Wunde ablecken. Nein, nicht an der Wunde lecken. Ja, ja, Milo hat sich nämlich verletzt. Ganz dumme Geschichte. Auf jeden Fall hat er jetzt so eine kleine Verletzung an der Haut, direkt an der Seite, also nicht so groß, also kleiner, ne? Also eine kleine Verletzung. Und diese Verletzung wächst gerade zu und dann bildet sich Grind und das juckt und dann leckt er das immer ab. Und er kommt dummerweise auch noch hin, dass es ablecken kann. Und deswegen muss ich jetzt immer gucken, dass er sich da nicht rumleckt. Und ja, nachts habe ich ihn schon einbandagiert, aber ich kann ihn ja nicht den ganzen Tag mit der Bandage lassen. Die drückt ja auch auf den Bauch, deswegen. Naja, wie immer Chaos bei uns mit diesem Chaoshund. Ja, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Spinnenbeute war gut, hat mir gut gefallen. Ich freue mich auf die weiteren Teile. Ich bin gespannt, was jetzt alles passiert. Es hat zum Ende hier schon so eine kleine Tendenz gegeben, wie sich die Geschichte jetzt rund um Jin und ihre Familie fortsetzt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Den 6. Teil habe ich ja noch hier. 7, 8, 9 muss ich noch kaufen. 10, 11 kommt dieses Jahr noch raus, also ich habe noch zu tun. Ich glaube, es sind in Amerika inzwischen 16 Teile erschienen oder so. Einiges auf jeden Fall. Ja, ich werde dann jetzt gleich anfangen mit Game of Destiny von Jeniva Lee. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, aus das hier zu lesen, einfach weil dieses Buch nur schnuffige 250 Seiten hat.
und ich die Reihe fertig haben möchte und ich wissen möchte, wer der Mörder ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf Game of Destiny und ja, das werde ich dann heute noch anfangen. Und ja, so viel dazu. Also ich werde das Weekly Reading, wie gesagt, jetzt auch beenden. Es ist sehr katastrophal gewesen, es tut mir voll leid. Ich habe so viele schöne Sachen noch gefilmt vorher und dann habe ich die ganzen Dateien gelöscht. Läuft! Passiert mir das nächste Mal nicht wieder. Ja, nach Game of Destiny lese ich dann Flammenliebe. Und ja, ich habe mich halt auf jeden Fall gefreut, denn ich habe heute die Bestätigung vom HarperCollins Verlag bekommen, dass ich Immerwelt zugeschickt bekomme. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Das ist das neue Buch von Gina Showalter, was am 2. Mai erscheint. Und das wollte ich unbedingt haben. Ich meine, hätten sie es mir nicht genehmigt, hätte ich es mir gekauft. Aber ich freue mich, dass es mir der Verlag zur Verfügung stellt. Und ja, ich habe dann auch frecherweise beim Carlsen Verlag, apropos Carlsen, muss ich euch auch gleich noch eine Story erzählen. Ich habe beim Carlsen Verlag auch schon mal das neue Buch von Jennifer Armentrout angefragt, was am 30. November erscheint. Und zwar Revenge, Sternensturm. Das ist der erste Teil der Spin-off-Reihe von Obsidian. Und oh mein Gott, der Verlag hat es mir genehmigt. Das heißt, ich bekomme es im November zugeschickt. Und dieses Cover sieht so toll aus. Ich liebe, liebe, liebe dieses Cover. Und ich liebe Luke als Charakter. Und es wird um Luke gehen. Und I love it. I love it. I love it. Ich bin so gespannt, was in diesen 4 Jahren, die ja zwischen den beiden Geschichten liegen, passiert ist und wie sich das alles entwickelt hat. Und ach, ich freue mich da jetzt schon so mega drauf. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, Carlsen Verlag, der Fail des Jahres. Ich glaube, ich werde dieses... ich glaube, ich werde dieses Weekly Reading betiteln. Weekly Reading 2, Fail des Jahres. Also mein Fail des Jahres ist auf jeden Fall, dass mir mein Freund vor 1,5 Wochen Grisha 3 ersteigert hat für verdammt viel, viel, viel Geld, für mega scheiß viel Geld und ich die Woche eine E-Mail vom Carlsen Verlag bekomme, der einfach mal steht, ja, aufgrund der hohen Nachfrage drucken wir jetzt den dritten Teil nochmal. Man kann den dritten Teil von Grisha an alle da draußen, die den noch haben möchten. Man kann den dritten Teil jetzt für kurze Zeit wieder kaufen für reguläre 18,90 Euro. Und ja, also wenn ihr den noch haben wollt, schlagt auf jeden Fall zu. Der Verlag hat nur eine kleine Stückzahl nachproduziert. Ich verkaufe mir jetzt auch nochmal eins, denn ich hatte es euch am Anfang vom Video schon gezeigt. Schatzi hat mir eine Bibliotheksausgabe ersteigert, wo der Schutzumschlag festklebt und dieser Bibliotheksaufkleber drauf ist. Und wenn ich dieses verdammte Buch, was ich nach 1,5 Jahren für sehr teures Geld geschenkt bekommen habe, ja, wenn es dieses Buch jetzt wieder für fucking 18,90 Euro gibt, dann kaufe ich es mir nochmal neu. So, das heißt, ich werde es mir dann morgen bestellen. Es soll laut meinen Insider-Informationen, die ich von der lieben Ramona gekriegt habe, von der Bloggerbetreuung von Carlsen, soll es morgen verfügbar sein auf der Carlsen-Seite. In den anderen Shops soll es noch 2-3 Tage dauern, aber auf der Carlsen-Seite ist es morgen schon verfügbar. Also, wenn ihr das Video seht, ist es ja schon letzte Woche. Also ja, müsste es jetzt überall verfügbar sein und ich werde es mir gleich bestellen und kaufen. Und ja, aber das ist doch der Fail des Jahres. 1,5 Jahre suche ich günstig nach diesem Buch. Dann kauft es mir mein Freund, weil er mir eine Freude machen will für sehr, sehr teures Geld. Und dann druckt der Verlag einfach nochmal neue Bücher 1,5 Wochen später. Verdammte Kacke! Naja, ich weiß schon, was ich mit dem zweiten Exemplar mache. Das kriegt einen Ehrenplatz dann, wenn meine Bücherregale mal an der Wand sind. Und ja, mein Gott, man kann halt Geld aus dem Fenster schmeißen. Aber ich sag mal, ich habe in letzter Zeit so viel Geld gespart durch die ganzen Rezensionsexemplare, die ich bekommen habe. Da kann ich auch mal Geld aus dem Fenster werfen. Shit happens. Und irgendwie werde ich immer hell und dunkel und hell und dunkel und ich weiß nicht warum. Naja, egal. Mehr gibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Aber mein Fail des Jahres, verdammt viel Geld für ein Buch ausgegeben, was ich jetzt sowieso nochmal neu kaufe. Läuft! Naja, so. Ich, wie gesagt, beende das Weekly Reading jetzt an dieser Stelle. Es war katastrophal, aber wie gesagt, seid nachsichtig mit mir, ich übe das ja noch. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!